Jo, moin meine Lieben. Ja, meine Maske ist hier gerade so ein bisschen scheißegal. Ihr seht, hier wird kein Stress gemacht, aber wenn das Ding ein bisschen links, von links nach schräg hängt. Wir sind hier gerade im Flughafen Antalya. Und da ich ja darauf hingewiesen worden bin, dass ich ja auch Abonnenten habe, Menschen mit Beeinträchtigungen, möchte ich es mal sagen. Ja, möchte ich euch einfach mal auch jetzt darauf hinweisen, dass es natürlich an jedem Flughafen auch Hilfe gibt. Wir haben jetzt beim Koffertypen, da wo ihr eincheckt, oder wo ihr mit dem Koffer, haben wir jemanden gehabt, dann haben wir Bescheid gesagt, wir brauchen Hilfe. Die sollte jetzt eigentlich hierher kommen. Ja, ich mag immer das Wort nicht sagen, Blindenführer klingt immer so ein bisschen diskriminierend, aber halt, ja. Blindenführer. Ja, genau, Blindenführer. Wir bringen den anderen gerade zum Flughafen. Ja, also ihr könnt die Hilfe anfordern, die sind normalerweise auch schnell da. Achso, da gibt es wirklich noch einen, der nicht laufen kann. Okay, eine Anne. Kein Problem. Juti. Oh, meine Scheiße, das ist abgerissen hier. Irgendwann ist klar, Leute, irgendwann macht die auch mal Ende. Ja, das ist eine Latte. Ja, aber hier guckt halt keiner, ist auch egal. Die einzigen, die gerade gucken, sind die Almans. Ja. Hier nochmal, wie gesagt, einfach melden, entweder vorne, hinter mir jetzt, da irgendwo, da, wenn der reinkommt. Und hier direkt an den Schaltern einmal nachfahren. So, also nochmal, wie gesagt, für Menschen mit Einschränkungen, sagen wir mal so. Ich bin jetzt hier auf dem Weg zurück nach Alanya. Gibt es da diesen wunderbaren Service. Einfach nur vorne, wir haben da Bescheid gesagt, wo wir die erste Kontrolle haben. We need help. Ja, auf Englisch geht das. Und dann haben die sich sofort gekümmert, jemand ist sofort mitgekommen bis zum Flughafen, bis zum Schalter vorne, wo man das Gepäck da aufgibt. Ja. Und von da an kam dann ein Mitarbeiter der Airline und hat dann, oder des Flughafens, und hat dann den André an die Hand genommen und noch eine Frau in einem Rollstuhl mitgenommen. Also wie gesagt, das geht wirklich wunderbar. Und ja, da nochmal ein Dankeschön an den Flughafen. Ja. Jetzt haben wir das nächste Thema, Leute. Und zwar habe ich ja in meinen Kommentaren gelesen, immer nur negativ gegen Deutschland und bla und blub. Nein, Leute, ihr versteht das falsch. Ich bin nicht negativ gegen Deutschland eingestellt, sondern gegen die Politik. Einfach das, was da gerade passiert. Dagegen bin ich negativ eingestellt, nicht gegen Deutschland. Ja? Auch gegen diese ganze Spaltung. Es passiert eine Spaltung in Deutschland. Keiner kann das abstreiten. Keiner kann das abstreiten. Ja? Von daher bin ich eigentlich nur gegen diese ganze Politik, die da gerade gefahren wird oder die da gemacht wird, und nicht gegen die Leute oder sonst was. Ein bisschen schon. Wenn ich ehrlich bin, ja klar, ein bisschen schon. Aber wie gesagt, es gibt die Möglichkeiten, sich überall zu informieren. Ist alles richtig, ist alles gut. Ich weiß nicht, was richtig, und ich weiß auch nicht, was gut ist. Ja, ich schlage halt in die Kerbe, wo ich weiß, was gut für mich ist. Und es zeigt mir hier jeden Tag wieder aufs Neue, was gut für mich ist. Ganz einfach. Und deswegen muss ich nicht unbedingt gegen Deutschland sein. Das ist Blödsinn. Das ist Blödsinn. Deutschland hat mir viel gegeben. Ich werde auch nach wie vor deutscher Staatsbürger bleiben. Ich werde auch nicht die türkische beantragen oder so. Ja, also. Oh ja, ui. Ich glaube, ich habe Hunger. Ja, also bitte da nicht falsch verstehen. Vielleicht komme ich sogar schneller nach Deutschland zurück, als man denkt. Nein, jetzt nicht in dem. Also nicht in dem Sinne, sondern. Mal gucken, vielleicht komme ich noch mal ein paar Tage um. Motorin 1362, ich glaube, ich tanke noch mal voll, weil billiger wird es nicht mehr. Das ist nämlich genau das nächste Thema. Sprit wird auch teurer, und zwar mal wieder um 57 Kronen. Und wenn wir hier Diesel für 1362 haben, dann tanke ich doch jetzt hier einfach mal schnell voll, und dann ist das gut. Vor allem, wenn ich dann auch mit. Was haben wir hier? Jetzt ist die Karre abgesoffen, ist auch geil. Was haben wir hier? Diesel? Ja. So, jetzt bin ich wieder richtig da. Also, gerade nochmal getankt. Für 300 Tele. Das sind jetzt. Auch noch diese komische Mini-Zettel, den habe ich hier gerade irgendwo. Keine Ahnung. Also, ja. Rechnet es euch aus. 13,62 Lira für 1 Liter Diesel.
Heute Abend wird es wieder teurer um etwas über 50 Kurusch. Ich hatte es euch ja schon lange angekündigt. Ja, ist halt so, ne? Und ich werde jetzt abwarten, bis der Winter vorbei ist. Und dann mal gucken, ob ich das Auto verkaufe. Also ich sag mal zu 70% ja, zu 30% nein. Weil ab und zu brauche ich ihn ja nochmal, aber wenn es dann wieder wärmer wird, wie gesagt, ein bisschen kann man noch im Taxi fahren. Ja, und die Leute, die dann halt... Aber ich werde natürlich allen Bescheid sagen, bevor ich das Auto verkaufe. Pass auf, ihr müsst mit einem Flughafentransfer fahren oder so. Ja, mit 724 oder so. Ist ja egal. Ja, Mann. So ist das. Wetter ist gerade geil. Wir haben 14 Grad, aber es fühlt sich wärmer an irgendwie. Kann ich euch ja mal zeigen. Ja. Hier ist Diesel noch 13,85. Das sind türkische Tankstellen. Türkische Petroler. Was haben wir hinten? Eine Teco. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Die ist Ende. Ja, die hat Ende. Hier gibt es, oder? Oder gibt es Zapfsäulen stehen, sondern aber keine Schläuche mehr dran. Kann man sich bestimmt einen Eimer rausholen, den Sprit. Kriegst du noch ein Dings dazu, so ein Trichter? Nein, aber es wird langsam teuer. Ja, und auch gestern Abend war die Lira das erste Mal nach langem wieder. Seit langem unter der 15, der Euro unter der 15 Lira-Marke. So, das kommt vielleicht einen Schuh draus. Also 1,1495 Euro türkische Lira. Heute geht das schon wieder über die 15. Wir lassen uns mal überraschen, was da noch passiert. Tamam. So, und ich hoffe, alle Autobesitzer, zumindest eines türkischen Autos oder eines Autos mit türkischem Kennzeichen, haben ihre Steuern gestern noch bezahlt, weil gestern war Stichtag, 31.01. ist Stichtag, um seine Steuern für 6 Monate zu entrichten für sein Kfz oder sein Roller. Ich muss mal gucken, ob ich, aber das muss ich, ja, der ist ja nicht auf mich zugelassen. Tamam, also da muss ich mich mal erkundigen. Versicherung ist bezahlt von Steuern, muss man überlegen, also muss ich mal nachfragen. Und wichtig, wie gesagt, Leute, denkt dran, 31.01. war Stichtag für die Kfz-Steuern. Ihr könnt sie jetzt natürlich immer noch bezahlen. Also ich denke mal, bis zu 2, 3, 4 Wochen drüber wird da keiner was sagen. Ja, da gibt es auch keinen Ärger oder keinen Stress oder sonst was. Aber denkt dran, schaut im E-Devlet nach, wenn ihr das habt. Wenn nicht, geht einfach zum Finanzamt und fragt danach. Mit eurem Fahrzeugschein oder wie auch immer. Und sagt hier, Tax oder was heißt Steuern auf Türkisch? Ja, weiß ich jetzt nicht genau. Muss ich mal gucken. Vergessen. Ja. Ja, und kurz davor und auch kurz danach. Wetter ist gut. Es ist angenehm warm. Ja, und keine 3 Meter fällt es mir wieder ein. Steuern heißt Vergi. Wett. Ja, manchmal ist das so. Da liegen einem die Worte nicht gleich auf der Zunge und dann denkt man, ich war noch erst im Vergi, da lese ich. Das ist doch das Steueramt, also Finanzamt, wie auch immer. Da könnt ihr eure Kfz-Steuern entrichten. Oder eben, ja, Steuern für Roller oder wie auch immer. Moin, meine Lieben. Ja, heute hört immer wieder was von mir. Ich sitze hier gerade am Fenster und schaue raus und was sehe. Ein Hund. Den weißen Hund von Beverly Alanya. Nein. Ich sehe hier draußen Chaos. Wahrscheinlich kommt das bei euch gerade gar nicht so rüber. Aber Leute, hier fegt gerade ein Sturm durch. Es hat ein bisschen nachgelassen. Aber auf jeden Fall kommt was richtig Mieses gerade vom Meer hier rüber. Ja, also wie gesagt, erst heute Nacht wieder ein leichtes Erdbeben. Der Stärke 5, ein paar zerquetschte. Ich habe es nicht gemerkt, weil ich ja wie gesagt nicht zu Hause bin. Ja, und jetzt haben wir hier aktuell ein Unwetter, was sich hier zusammenbraut. Also wir hatten eben gerade schon extreme Stürme. Es hat gerade ein bisschen nachgelassen. Ich hoffe, dass es das war. Aber wenn ich mir hier den Himmel so anschaue, das hier übrigens, das... Das sind Lampen, das sind keine UFOs oder so, das sind Spiegelungen.
Nicht, dass ihr jetzt denkt hier, da passiert irgendwas. Gah, sie beobachten uns. Obwohl, sieht eigentlich krass aus, ne? Ja. Der Wind ist da hinten am Zocken. Man hört es. Egal, soll er machen. Ja, ich habe gerade was gegessen. Gestern bei Andi und Tanja. Danke noch mal euch beiden. Die haben ein super geiles Hähnchencurry gemacht auch. Da haben wir uns was abgeholt. Ja, und haben eine Kleinigkeit gegessen. Oder zumindest habe ich es mir jetzt warm gemacht, sagen wir mal so. Ich habe immer noch die Befürchtung, dass sich das Ganze zu einem Tornado zusammenbraut da draußen, Leute. Aber egal. Ja, wir sitzen ja hier zum Glück noch. Ja, auf jeden Fall fliegen hier draußen die ersten Sachen durch die Gegend. Ich möchte jetzt nicht unbedingt auf den Balkon, noch kann ich ja schon. Ich stelle jetzt mal meinen Teller weg, weil sonst freut sich das Hundi. Dann hole ich mal kurz meinen Dampfer. So, jetzt bin ich auf Balkonien und schalte euch mal um. Ja, das ist halt, wie gesagt, Mammutler, ne? Aber egal, ich lebe halt gerne hier, weil wie gesagt, hier tobt das Leben. Hier tobt auch gerade, wie gesagt, ein Unwetter. Oh oh. Oh oh. Und diese ganze Glasfront hier, ich hoffe, ihr seid versichert. Weil... Hm. Komm her, wir gehen hier weiterhin. Wenn das alles zusammenbricht hier, dann können wir wenigstens schnell reingehen. Oh, Leute. Also so schön diese Glaswände auch sind, ne? Aber wie gesagt, wenn da so ein Unwetter reinfegt, da hängt schon ganz schön Kraft hinter, Leute. Oh. Oh. Ihr seht, wie das am Wackeln ist. Ah, das bin ich gerade. Ja. Ja. Lassen wir uns mal überraschen. Also, von mir gibt es, wie gesagt, die nächsten Tage noch nicht ganz so viel. Ja. Mir geht's gut, ich bin gesund. Aber ich vermisse langsam die Sonne, Leute. Das Wetter passt sich so langsam Deutschland an. Ja, ja, viele hatten ja geschimpft. Bäh, du meckerst ja nur noch über Deutschland rum. Ach, ich hatte es glaube ich schon mal gesagt, ne? Sorry, ja, soll ich nochmal die Vorsicht machen? Mach die Tür zu. Weil wenn es bumm macht, dann nur da draußen. Bäh. Ja, was macht Lira? Die stolziert mal höher, mal tiefer. Gestern hat man für 1 Euro 14,90 Lira gekriegt. Heute kriegt man schon wieder 15,30. Ja, wenn sie so um den Dreh bleibt, ist gut. Sprit ist tatsächlich teurer geworden, ja. Mich gestern mit Andi unterhalten. Der sagte auch, der Liter liegt jetzt über 15 Tele. Also, wissen wir ja, was wir davon zu halten haben. Ach, Leute. Aber, etwas anderes ist auch passiert. Und zwar können Wohnungen nicht mehr in Euro bezahlt werden. Beim TAPU-Amt und so weiter wird darauf geachtet. Und beim Finanzamt und hin und her. Ihr müsst auch von der Bank jetzt irgendwie ein Schreiben haben. Ja, also, finde ich gut. Ja, dass der Markt jetzt wieder mit Tele geflutet wird und nicht verdrängt wird durch Euro, Dollar, weiß der Geier was, Pfund. Hui! Das war eben ein schöner Blitz. Stromausfall hatten wir vorhin auch. Das Schöne ist ja an der Seite, hier gibt es einen Generator. Ja, also alles halb so wild. Ja, eben konnte man das Meer da hinten noch sehen. Da ungefähr, da in die Richtung war das Meer. Jetzt ist alles weg. Ja.
Boah, die Wolken da oben lahn. Ja, ihr seht die gar nicht, wie schnell die hier ziehen. Ist schon Wahnsinn. Vor allem die Glasfront, wie die abwackeln. Das Leute. Wow. Ja. Gewitter in Alanya haben immer dieses besondere Etwas. Also ich finde es echt krass, wenn das hier rumbollert. Aber wie gesagt, in die eine Richtung da hinten habt ihr das Meer, in die andere Richtung die Berge. Und diese Berge, dieser Schall und Rauch und Donner und wie auch immer. Ne? Habe ich einen Schlaganfall gehabt? Ja, was soll ich euch noch sagen? Viel gibt es nicht. Mal gucken, dass ich meine 8 Minuten voll kriege. Nicht, dass ihr mich noch vergesst. Tamam. Aber wie gesagt, viel bei dem Wetter kann man sowieso nicht machen. Ja. Was will man da draußen machen? Will man sich da an den Strand legen? Oder draußen spazieren gehen? Ja. Ja, Miep. Da unten gibt es noch ein anderes Miep. Ja, also. Ui, ihr habt es gesehen. Der Blitzomat. Was bleibt übrig? Einfach nur. Bleibt sauber, bleibt gesund. Ich weiß, langweilig. Ich hoffe, dass ich euch bald wieder etwas besseren Content bieten kann. So von außerhalb, von draußen. Tamam. Also, bleibt sauber, bleibt gesund. Mir geht's gut. Ich hoffe, euch auch.